Christusgemeinde Emmendingen. Oh, das war schwach. Christusgemeinde Emmendingen. Christusgemeinde Emmendingen. Denzlingen. Waldkirch. Kolmarsreute. Wasser. Was habe ich vergessen? Herbolzheim. Weißweil. Malterdingen. Bombach. Teningen. Christusgemeinde Emmendingen. Amen. Es ist gut, wenn Dani in der ersten Reihe sitzt. Der weiß, wie das geht. Ja, das ist amüsant, so anzufangen. Das ist eine Tradition, die Dani aus Kamerun direkt nach Emmendingen bzw. heute Denzlingen gebracht hat, die wir ein bisschen pflegen. Es ist amüsant, aber es ist eigentlich genau das, was wir möchten. Wir möchten, dass Gott mit seinem Feuer ein Licht anzündet in unseren Herzen und dass die Ortsteile im Landkreis und darüber hinaus auch Feuer fangen und für Jesus gewonnen werden. Das ist unser Begehren und wir befinden uns da eigentlich in einer Situation, die gar nicht so weit weg ist von der Situation, die Haggai erlebt hat und Israel in seinen Tagen. Wir haben im ersten Kapitel unserer Predigtreihe zum Buch Haggai gelernt, dass nach einer langjährigen Unterbrechung Israel wieder neu gewonnen wurde für Gottes Plan. Wieder für Gottes Plan zu brennen, seine Vision zu forcieren und den Tempel wieder aufzurichten. Und sie haben sich gemeinsam entschlossen und haben erkannt, ja, wir wollen unser Leben in den Dienst Gottes stellen und wir bauen diesen Tempel. Die Begegnungsstätte zwischen Mensch und Gott im Alten Testament zu dieser Zeit und dazu verschreiben wir uns. Und Gottes Volk hat im ersten Kapitel einen echten Aufbruch erlebt. Sie haben eine Neufokussierung erlebt und setzen dort jetzt alles hinein. Ihr könnt es auf der Folie nicht sehen, aber in euren Bibeln, wenn ihr sie dabei habt, seht ihr, dass es heißt, dass sie alle angefangen haben zu arbeiten und dass sie am 24. Tag des 6. Monats im 2. Jahr des Königs Darius. Das ist so die Zeitangabe, die müssen wir nicht ganz genau verstehen, aber merke, es ist der 6. Monat. Es ist der 6. Monat in einem Jahr. Und dort wird Feuer gefangen, der Geist in ihnen wird erweckt, um gemeinsam für den Herrn zu brennen und am Tempel zu bauen. Und jetzt lesen wir gemeinsam noch einmal die ersten drei Verse und schaut mal auch auf die Zeitangabe, die wir vielleicht beim Bibellesen oft überspringen, aber die hier den entscheidenden Unterschied macht. In Versen 1 bis 3 lesen wir. Im 7. Monat, am 21. des Monats geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai. Sage doch zu Serubabel, den Sohn Shealtiels, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Jozadaks, dem Hohenpriester, und zu dem Rest des Volkes und sprich, wer ist unter euch noch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht wie nichts in euren Augen? Also sie sind am Arbeiten und dann kommt ein Moment, wo das Volk Israel wieder eine erneute Ansprache benötigt durch Gott oder von Gott durch den Propheten. Israel muss nochmal neu aufgerüttelt werden. Und Haggai hat ganz besonders eine spezifische Personengruppe im Blick, auch wenn er alle anspricht, hat er eine Personengruppe im Blick. Und zwar diejenigen, die noch ungefähr, mal Pi mal Daumen, 70 Jahre zurückdenken können, in der Zeit, wo der glorreiche Tempel noch stand. Und er hat die Älteren und die Erfahrenen im Blick und richtet sich besonders an sie. Warum richtet er sich besonders an sie? Weil dieser Neubau, den sie hier gerade forcieren, für sie im Vergleich zu dem, was sie schon mal erlebt haben, in ihren Augen wie nichts ist. Und das ist etwas, was sich in Israel durchzieht, dass die ältere Generation Mühe hat, aufzubrechen, etwas Neues zu starten, weil sie nicht den Glauben haben, dass das wirklich mit Erfolg gekrönt sein wird und Gott das segnen wird, was sie vor ihren Füßen wiederfinden. In Esra 3
Vers 12 bis 13 lesen wir das schon zu Beginn, als die Fundamentlegung war vom Tempel. Lesen wir, viele aber von den Priestern und den Leviten und den Familienoberhäuptern, den Alten, die das erste Haus, damals der alte Tempel, gesehen hatten, weinten, während man vor ihren Augen den Grundstein zu diesem Haus legte, mit lauter Stimme. Viele aber erhoben ihre Stimme mit freudigem Jauchzen. Also da ist so eine Mischung an Emotionen, die einen, die voll nach vorne fokussiert sind und die anderen, die sagen, das kann's doch nicht sein. Die anderen erhoben ihre Stimme mit freudigem Jauchzen, sodass niemand vom Volk vor der Stimme des freudigen Jauchzens die Stimme des Weinens im Volk erkennen konnte. Denn das Volk jauchzte mit gewaltigem Jauchzen, sodass die Stimme bis in die Ferne gehört wurde. Schon ganz zu Beginn sieht Esra parallel zu Haggai und Sacharja, müssen wir uns immer in Erinnerung halten, das sind Bücher, die in der gleichen Zeit geschrieben sind, aber unterschiedliche Schwerpunkte setzen, dass Esra schon sehen konnte, als wir schon begonnen hatten, hatte eine Gruppe in dem Volk große Mühe, wieder neu zu starten, eine Division Gottes auch wirklich durchzuziehen und in der Berufung zu leben. Und deswegen hat der Zeitgenosse von Haggai, Prophet in Israel, sein Kollege Sacharja, hat in der gleichen Zeit gemeinsam mit ihm gewirkt. Haggai ist viel, viel leichter zu verstehen. Haggai ist eher der Pragmatiker. Sacharja ist eher, würde ich sagen, der Volltheologe. Seid froh, dass wir Haggai miteinander lesen und nicht Sacharja. Sacharja ist unlängst viel, viel schwieriger. Und der Kollege von Haggai, Sacharja, hat das Gleiche gesehen, dass dieser Missmut immer noch im Volk grassiert und da ist. Und deswegen sagt er in Sacharja 4, Vers 10, wer hat den Tag kleiner Anfänge verachtet? Kennt ihr dieses Wort? Ist auch sprichwörtlich, auch in unserer Sprache kennt man diesen Vers. Sacharja hat das als Prophet gesagt, der Kollege von Haggai, weil er das Gleiche gesehen hat wie der Prophet Haggai. Er hat gesehen, wir starten gerade, Gottes Vision wieder zu fokussieren, loszulegen. Aber ich sehe, dass es eine Verachtung in den Herzen einiger gibt, die kleine Anfänge schon im Keim ersticken wollen, weil sie mutlos sind. Weil sie nicht das Vertrauen haben, dass hier etwas Gewaltiges geschehen kann. Und es handelt sich hier eigentlich erstmal nur um eine Gruppe, weil Haggai fragt, wer ist das von euch, der damals mit dabei war und das noch gesehen hat? Die meisten nicht mehr, aber einige haben es noch erlebt. Und diese Gruppe hat in der Vergangenheit einen außerordentlichen Segen erlebt. Sie haben das als begehrenswert in Erinnerung, als etwas Schönes an vergangene Momente, die wirklich, wirklich toll waren. Wenn du schon ein paar Jahrzehnte auf Erden wandelst, dann wirst du vielleicht auch solche Erinnerungen haben an vielleicht fast vergessene Zeiten, wo du gerne zurückdenkst. Du denkst, da habe ich so den Segen Gottes in meinem Leben erfahren. Das war eine so schöne Zeit. Die hat mich so gestärkt, die prägt mich bis heute. Und diese Gruppe in diesem Volk kennzeichnet sich dadurch, dass ihre Gedanken von diesen alten Erfahrungen geprägt, nicht nur geprägt, sondern völlig bestimmt und besetzt ist, dass für nichts anderes mehr Raum bleibt. Ihr Blick und ihre ganze Haltung ist immer nur nach hinten ausgerichtet. Egal, was davor an Versprechungen vor ihren Füßen liegt, egal, wie Gott motiviert, ihr Blick und ihre Haltung ist die ganze Zeit in die Vergangenheit gerichtet. Und wenn du mit ihnen sprichst, reden sie die ganze Zeit über die Vergangenheit, was an sich ja nicht schlecht ist, wenn es einen motiviert, neue Schritte zu gehen. Aber wenn es so eine Dynamik in dir annimmt, dass du resignierst und gar keinen Schritt mehr nach vorne wagst, dann hast du ein massives Problem. Dann bist du komplett rückwärtsgewandt und egal, was man mit dir anfangen möchte, egal, was man mit dir starten möchte, nichts ist gut genug, weil du die ganze Zeit nur daran denkst, es wird nicht so, wie es einmal war, weil früher war ja immer alles besser. Ein
alte Erfahrungen, die positiv sind, können uns eigentlich zur Inspiration dienen, zur Motivation, zu sagen, ich habe da mal was erlebt, es kann wieder so werden und besser. Aber es kann genauso gut uns komplett lähmen und resignieren, dass wir gar keine Hoffnung mehr haben, dass etwas überhaupt Glorreiches entstehen kann. Und sie haben angefangen zu arbeiten. Im sechsten Monat haben sie noch gesagt, okay, ja, alles klar, wir merken, Gott hat wieder zu uns gesprochen. Es ist klar, was sein Wille ist, was seine Vision ist, was er sich von uns wünscht. Aber wenn Herausforderungen dann anstehen, Komplikationen drohen oder wir, und das kennzeichnete die Juden in diesem Zeitpunkt, oder wir unser Tun für irrelevant, bedeutungslos, wertlos erachten, dann neigen wir dazu, vor der Gegenwart und vor der Zukunft zu flüchten. Und wir suchen Trost und Halt in der guten alten Zeit damals. Wenn du denkst, dass das, was du tust, keinen wesentlichen Effekt hat, dass das bedeutungslos ist und weil du vielleicht nicht sofort die Ergebnisse siehst, die du dir wünschst, werden wir schnell mutlos und halten an dem Alten fest. Wollen wieder zurück, weil das uns irgendwie tröstet. Und das kannst du, dieses Prinzip ist nicht nur ein geistliches Prinzip im Reich Gottes. Das gilt für dich und mich im ganz normalen Leben. Ich habe mit einem jungen Mann zu tun gehabt, der wirklich in einer sehr, sehr großen Lebenskrise stand und er das Gefühl hatte, nichts geht voran. Und dieser Mann hat immer wieder, wenn wir zusammen waren, mir folgenden Satz gesagt. Waldemar, ich wünschte, ich wäre wieder ein Kleinkind bei Mama und Papa, wo ich mir keine Gedanken machen muss, wo ich aufwache und mir nicht Sorgen machen muss über mein Hier und Jetzt, wo ich keine Antworten braucht für was passiert morgen. Und dieser erwachsene junge Mann hat die ganze Zeit im Vorgestern gelebt. Ich möchte nicht sagen, dass die Krise, die er hatte, keine war. Natürlich war sie das. Aber er wollte zurück in den Schoß von Mama, von Papa, die sich um ihn sorgen, anstatt Verantwortung zu übernehmen, um mit Gottes Hilfe die Dinge zu tun, die er tun kann. Die Kraft zu nehmen, die Gott darreicht für diesen Moment. Und darauf zu vertrauen, Gott hat einen Plan. Und Gott kann auch seine Ehre wieder aufrichten in meinem Leben. Und dasselbe gilt auch für das geistliche Prinzip, für das Reich Gottes, damals in Israel und heute in einer Christusgemeinde in Emmendingen, oder im Landkreis, wo wir uns halt gerade befinden. In vergangene goldene Zeiten zu flüchten, ist zwar emotional verständlich, aber es ist bequem und egoistisch. Es ist bequem, weil mir die Mühe nicht wert ist, nochmal anzupacken, nochmal zu sagen, okay, all in. Ich will sehen, dass Gott uns auf dem Wasser trägt. Ich will das tun, was ich für unvorstellbar halte, all in. Und wenn man dazu nicht bereit ist, ist man bequem, es ist nicht wert. Es ist nicht nur bequem, es ist auch egoistisch, weil mir meine persönliche vergangene Segenszeit reicht und es mich nicht schert, ob die nächste Generation in den Segen Gottes kommt. Diese Generation hat den alten Tempel gesehen und ihnen haben diese Glücksmomente gereicht für hier und jetzt. Und ihnen war es egal, was mit der Generation, die jetzt da ist, gerade Feuer gefangen hat und alles für den Herrn geben möchte und gute Zeiten mit ihm erleben möchte, war ihnen egal. Die anderen sind mir egal. Hauptsache, ich habe irgendetwas, wo ich mich ausruhen kann, wo ich mir gute Gefühle produziere in mir. Aber das ist ultra egoistisch, wenn wir einfach nur an das festhalten, was schön war in unserem Leben. Aber was ist mit den Menschen links und rechts um uns herum? Die haben Zukunft. Gott hat einen Plan. Schon allein um deren Willen sollten wir überlegen, was können wir jetzt mit unserer kleinen Kraft tun, damit andere Generationen in einen großen Segen kommen. Aber das Hauptproblem ist nicht Bequemlichkeit oder Egoismus. Das Hauptproblem hier ist Unglaube oder Kleinglaube. Die Israeliten trauen Gott nicht zu, dass Neues und Schöneres wirklich geschehen kann.
In Vers 9 haben wir in der Lesung von Angie gehört, die Zielrichtung, die Gott hat, die er versprochen hat durch den Propheten. Er sagt, größer wird die Herrlichkeit dieses künftigen Hauses sein, als die des früheren, spricht der Herr der Herrscher. Und an diesem Ort will ich Frieden geben. Frieden ist so, dass wenn du das Versprechen Gottes für uns irgendwie auf einen Begriff bringen wolltest, dann wäre es der Begriff Shalom. Da wäre es Frieden, Ganzheit, Ruhe, Ankommen bei Gott. Ich will an diesen Ort Frieden geben, spricht der Herr, der Herrscher. Das ist das Ziel, was Gott verfolgt. Das ist das Ziel, was er mit dem kümmerlichen Haufen zu Haggais Zeit im Blick hat. Aber wenn Gott nicht geglaubt wird, ich sage nicht, wenn nicht an Gott geglaubt wird, die haben alle an Gott geglaubt. Ja, Gott gibt es natürlich, ich bin ein Jude, ich bin hier, natürlich gibt es Gott. Wir glauben an Gott. Aber wenn Gott nicht geglaubt wird, das, was er sagt, dass er es auch so meint, dann existiert auch kein Vertrauen in den Wert des Werkes, was ich hier und heute tue, so klein es auch ist, so mickrig der Stein ist, den ich da bringe, um das Haus Gottes zu bauen, um im Reich Gottes zu wirken. Das, was du tust und wofür du dich abmühst, wird dir erscheinen, als wenn es klein ist, unbedeutend, unwichtig, unsinnig, unwürdig. So haben sie sich gefühlt. Das hat kein Ziel, das hat keinen Effekt. Und das ist nicht so weit weg von den Erfahrungen, die wir auch durchleben können. Wenn wir im Reich Gottes dienen, wenn wir in Gemeinde arbeiten, hat sich wahrscheinlich jeder, der schon mal ein bisschen im Reich Gottes gearbeitet hat, kennt diese Momente, das, was ich jetzt hier tue, ist so irrelevant. Hat es wirklich einen Effekt? Die Gruppe, die ich vielleicht gerade anfange zu gründen oder zu leiten, die ist so mickrig und klein. Aber ich erinnere mich an meine Jugendzeit, an meine Jugendgruppe, wo wir 40, 50 Leute waren. Und jetzt sammeln sich nur 2 Leute. Mickrig, klein. Was sind das für Steine, die wir an diesen Tempel hineinlegen? Es ist unbedeutend. Ich resigniere und glaube nicht, dass Gott Pläne verfolgt mit mir, mit seinem Volk hier und heute. Und wir lernen daraus eine wichtige Lektion. Die Lektion ist, dass Erneuerungen und Aufbrüche im Glauben, die in Haggai 1 erlebt wurden, Aufbrüche im Glauben werden oft von Anfechtungen der Bedeutungslosigkeit begleitet. Du könntest meinen, erstes Kapitel, Vollgas, ihr Inneres ist erweckt, jetzt werden sie marschieren und laufen. Und viel eher, als es uns lieb ist, kommen sie in einen Modus, wo sie sich bedeutungslos fühlen. Anfechtung der Bedeutungslosigkeit begleiten Aufbrüche im Glauben. Und dasselbe gilt auch für Gemeinde. Dort, wo wir Aufbrüche erleben, dort, wo wir Vision bekommen von Gott, wo wir wissen, was er von uns möchte, welches Pfund er uns in die Hand gegeben hat, werden wir in Momente kommen, wo wir denken, aber wenn ich jetzt meinen Ist-Zustand mir genau anschaue, menschlich gesehen, ehrlich jetzt? Ehrlich? Ich bin sehr dankbar, dass wir eine Geschichte haben als Gemeinde. Unsere Gemeinde gibt es vor uns, wie wir jetzt hier zusammensitzen. Und die haben mickrig angefangen. Mit einem kleinen Hauskreis. Wie viel? 17 Mitglieder? Weniger. 5. Und sie haben kleine Steine gebracht, haben angefangen, weil sie geglaubt haben, dass Gott einen Plan hat. Diese alten Geschwister. Und haben zu ihren Zeiten gesagt, wir sind nicht groß, aber wir werden ans Sportfeld gehen und wir werden ein Gebäude uns erschließen, was viel zu groß ist für das, was wir gerade sind. Aber wir vertrauen darauf, dass Gott uns segnet
Und es hat 24 Jahre gedauert. Es hat 24 Jahre gedauert, bis das, was sie im Herzen hatten, völlig explodierte. Und wir dort nicht wieder zurück können, weil wir zu viele sind. Aber vor 24 Jahren konnte das sich niemand vorstellen. Es brauchte Glauben zu sagen, diese Schuhgröße ist viel zu groß für mich. Und dennoch gehe ich. Auch wenn ich nicht mehr vorstellen kann, wie das funktionieren kann. Aber wir sehen in unserer eigenen Geschichte unsere Sportfeldvorfahren, wenn man das so sagen möchte. Die haben investiert. Sind aus einer existierenden großen Gemeinde rausgegangen, aus dem alten salomonischen Tempel, und haben gesagt, wir beginnen was Neues. Ah, früher war es besser. Bleib dran, bleib dran. Und spannend finde ich an den Anfechtungen, die wir hier in diesem Text lesen, es braucht noch nicht mal die Anfechtung von außen, dass einem die Hände lahm werden. Das ist alles, was sich hier abspielt, Freunde. Alles in unseren Gedanken, in unserem Herzen. Kein Einfluss von außen ist nötig. Ihr Sinn ist völlig von Gedanken vereinnahmt, dass alles in Frage gestellt ist, was sie jetzt ist und morgen sein kann. Alles wird in Frage gestellt. Und alles scheint belanglos zu sein. Anfechtung der Bedeutungslosigkeit werden da sein. Wir werden uns begleiten und wollen uns träge machen und uns von Gottes Vision abbringen. Wir sollten nicht meinen, dass der Mensch sich seit der Zeit Haggais wesentlich verändert hat. Wenn du Aufbruch erlebst, meine nicht, dass es dir anders gehen wird als den Menschen zu Haggais Zeiten, die auch in eine Sinnkrise wieder gekommen sind. Darum braucht es in Vers 4 eine neue Ansprache zum Weiterbau. Und hier sehen wir eine Treue des Herrn, dass er sie erinnert nach 16 Jahren, 17 Jahren. Los, geht, gibt Gas, Tempelbau. Alles klar, seid ihr dabei? Jawohl, wir sind dabei. Und nach weniger als einem Monat Arbeit. Die haben noch nicht mal 4 Wochen durchgehalten. Die haben noch nicht mal 4 Gottesdienste miteinander feiern können. War Vers 4 schon nötig? Und nun sei stark, Serubabel, spricht der Herr. Und sei stark, Jeschua, Sohn des Jozadak, du Hohepriester. Und seid stark, alles Volk des Landes, spricht der Herr. Und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr, der Herrscher. Die Ermutigung trat schon nach weniger als einem Monat ein und war essentiell. Ich habe mit einer Christin letztens gesprochen, das fand ich großartig. Sie sagt, ich muss unters Wort kommen und Predigten hören. Wenn ich nicht mehr Predigten höre, dann höre ich auf, Christ zu sein. So, okay, strange, was ist das für eine Person? Sie kennt ihr eigenes Herz. Wenn ich nicht die Begleitung des Herrn habe, dass er mich immer wieder anspricht und immer wieder ermutigt, dann wird mein Herz schon längst von Gott weggehen. Ich brauche diese Ermutigung. Gott weiß das. Und wir sehen in Vers 4, dass Gott treu ist und nach noch nicht mal 4 Wochen sagt, okay, ich gehe wieder zum Volk und ich spreche wieder zu ihnen. Deswegen ist wichtig, dass wir unter das Wort kommen. Dass wir Christen bleiben. Es ist natürlich drastisch formuliert, aber ich fand es sehr cool. Gottes dreifacher Ausspruch, den wir hier sehen, ist nicht nur einmal, dass er sagt, sei stark, sondern 3-mal finden wir in einem Vers, sei stark, Statthalter. Sei stark, Hohepriester. Seid stark, ganzes Volk. Seid stark. Ich finde diesen Begriff, diesen Aufruf, stark zu sein, wenn ich dir das sage, sei stark, kann einen Geschmäckler haben. Wenn du Zeiten in deinem Leben kennst, wo du schwach warst oder das gerade bist und dann kommt jemand daneben und sagt dir, sei stark. Ehrlich jetzt? Ihr wisst, was ich meine, ne? Ist so, du kannst mich gern haben. Das kann ich gerade gar nicht gebrauchen. Ich kann nicht stark sein, weil ich ja gerade schwach bin. Was soll jetzt diese Aufforderung, sei stark? Du machst es nur noch Ärger. Du machst es noch viel, viel schlimmer.
Wenn ich voll im Modus bin und du dann sagst, sei stark, dann alles klar. Ich bin nicht sowieso gerade noch eine Schippe drauf. Ich bin sowieso gerade, strotze so vor Selbstbewusstsein. Ich bin der King und der Hecht im Ring. Mir kann sowieso keiner, ja, ich bin stark. Aber wenn ich schwach bin und dann jemand, Gott, zu mir sagt, sei stark, sei stark, sei stark. Das kann einen noch tiefer drücken und belasten. Aber Gott sagt nicht nur, sei stark. Er liefert uns auch immer die gute Nachricht, warum wir stark sein können. Er lässt uns nicht einfach in der Aufforderung, dass er sagt, komm her, sei stark, komm, put, 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 hier ist das Futter, komm zu mir. Obwohl du gerade ohnmächtig da liegst und sagst, komm, los, zu mir. Gott ist nicht so, dass er uns einfach das Gesetz vorlegt und sagt, das hast du zu erfüllen, komm, mal schauen, ob du schaffst. Sei stark ist keine Evangeliumsbotschaft. Gott bringt den Grund dafür, warum du auch stark sein kannst und den liefert er im gleichen Vers, indem er sagt, denn diese Worte immer einkreisen in euren Bibeln. Immer die Begründung dafür, warum das jetzt wahr sein kann. Denn ich werde mit euch sein. Heißt es so? Dankeschön. Denn, eigentlich heißt es denn, auf der Folie ist falsch, denn ich bin mit euch, spricht der Herr. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr. Das ist der Grund, warum der Aufruf, sei stark, nicht in der Luft verpuffen braucht. Weil ich weiß, Gott stellt sich zu mir. Und wenn ihr letzte Woche da wart, dann klingelt es vielleicht in den Ohren. In Kapitel 1, Vers 13. Vergesst die Folien, das ist jetzt gerade ein bisschen schräg. Das hier, ich bin mit euch, spricht der Herr, stand schon in Kapitel 1, Vers 13. Die ursprüngliche Botschaft Gottes an sein Volk. Ich bin mit euch. Jetzt sind wir 4 Wochen später und wieder, sei stark, denn ich bin mit euch, spricht der Herr, der Herrscher an. So, in Kapitel 2, Vers 4, so heißt es. Wir brauchen immer wieder diese Erinnerung. Gott ist mit uns. Gott gibt nicht auf. Und er lässt sich nicht stoppen, nur weil wir resignieren. Wir brauchen diese Erinnerung, dass trotz unserer kleinen Kraft, mit dem Unbedeutenden, was wir vielleicht gerade meinen zu tun, dass da mit dieser kleinen Kraft mit Gott Unglaubliches möglich ist. Und das war so wichtig in den Tagen von Haggai, dass sein Kollege Zacharja Ähnliches sagt. Lass uns kurz reingehen. Zacharja 8, Vers 8 bis 9. Dort bringt Zacharja Folgendes. Und ich werde sie zurückbringen, also an ihrem Bestimmungsort wieder zurück nach Israel aus der Gefangenschaft. Und ich werde sie zurückbringen und sie werden mitten in Jerusalem wohnen und sie werden mein Volk. Und ich werde ihr Gott sein in Treue und Gerechtigkeit. Das bedeutet, ich bin mit ihnen. Wir sind miteinander verbunden. Vers 9, so spricht der Herr der Herrscher, eure Hände seien stark, die ihr in diesen Tagen diese Worte aus dem Mund der Propheten hört. Zacharja spricht über sich und Haggai. Das ist die gleiche Szene. Eure Hände seien stark, die ihr in diesen Tagen diese Worte aus dem Mund der Propheten hört, die zu der Zeit wirkten, als die Grundmauern des Hauses des Herrn, der Herrscher, gelegt wurden, damit der Tempel erbaut wurde. Beachte an dieser Stelle die Entmutigung, dass das, was sie tun, bedeutungslos ist. Diese Entmutigung fühlte nur eine Gruppe. Und zwar die, die immer rückwärtsgewandt geschaut haben. Aber die Aufforderung, stark zu sein, galt allen. Den Leitern, dem Statthalter, den Hohenpriester und dem ganzen Rest des Volkes. Was soll uns das sagen? Betrübnis, Rückwärtsgewandtheit, Isolation, Kleinglaube von Einzelnen kann Auswirkungen auf alle haben.
mein Unglaube, mein Kleinreden von dem, was Gott vorhat, bleibt nicht nur bei mir, sondern es hat einen Effekt auf die, die mich hören. Und die eigentlich keinen Anlass zu haben, dazu zu resignieren, werden wie infiziert von diesem Virus, der schlimmer als Corona ist. Andere werden davon infiziert und alle waren lahmgelegt und alle brauchten die Aufforderung von Gott. Leute, ich bin bei euch. Achte auf dein Herz. Achte auf dein Herz. Das ist nicht nur eine Sache zwischen dir und Gott. So isoliert sind wir nicht. Wir sind eine Gemeinschaft. Wir stehen zusammen, wir fallen zusammen. Aber Gott verspricht, dass er mit uns ist. Und das verspricht er allen. Wie genau ist Gott mit uns? Vers 5. Das Wort, das ich mit euch vereinbart habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist bleiben in eurer Mitte bestehen, fürchtet euch nicht. Das Wort, das ich mit euch vereinbart habe, als ihr aus Ägypten zogt. Ich weiß nicht, ob ihr Geschichtscrack seid in der Geschichte Israels, ja, aber ich weiß, Haggai und Co. sind nicht gerade aus Ägypten gekommen, sondern aus dem Persischen Reich. Ägypten ist ganz weit nach hinten mit Mose. Aber Mose war kein Zeitgenosse von Haggai und Zacharia und Esra und so. Die haben die Bücher von Mose gelesen und die Geschichten erzählt. Aber Gott sagt, das Wort, was ich mit euch vereinbart habe. Ey, Gott, wir waren nicht da. Mit uns hast du kein Geschäft gemacht. Wir haben keinen Deal miteinander. Was erzählst du? Gott hat einen Bund geschlossen. Eine Vereinigung hat er geschlossen. Hat ein Versprechen gegeben, was nicht nur für die jeweils, für die lebende Generation gilt, sondern wir haben einen Gott der Generationen. Und seine Versprechen und Verheißungen bleiben bestehen. Deswegen ist es wichtig, dass wir nicht nur uns sehen, sondern weiterschauen, den Blick nach vorne haben. Den Blick hat der Herr. Und er sagt, das Versprechen, was ein uraltes ist, das habe ich mit euch vereinbart. Ihr gehört dazu. Ich hatte euch schon im Blick. Du denkst, es ist unbedeutend, was du tust. Für mich hat das alle Bedeutung gerade, weil ich das schon vor Gezeiten gesehen habe. Und für mich keine Überraschung ist, dass wir jetzt in den Diskurs kommen, wie es weitergeht mit uns. Sein altes Bundesversprechen gilt Ihnen. Und beachte, dieses Wort war ja nicht unbekannt. Ist ja unter uns so, wenn wir Bibelworte so bekannte, ja, kennen wir, schon gehört. Und die alten Bundesversprechen, dass Gott mit seinem Volk sein wird, ist ja nichts Neues unter der Sonne für die Israeliten. Die wussten um all diese Dinge. Darum glaube ich, sagt Gott an dieser Stelle, mein Wort und mein Geist ist mit euch. Das Wort kennt ihr. Ich erinnere euch an das Wort. Aber nicht allein das Wort, sondern auch Gottes Geist ist notwendig. Und das lesen wir, ich finde es so schön, in Zacharia 4, Vers 6. Dieses berühmte Wort, was Zacharia zum Volk spricht, zu Zerubabel ganz konkret. Zacharia 4, Vers 6. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch den Geist soll es geschehen, füge ich hinzu, spricht der Herr. Der Herrscher. Das ist vielleicht das bekannteste Wort im Zacharia-Buch. Nicht durch menschliche Kraft und Mechanismen und Bemühungen kann das Werk hier geschehen. Das Wort kennt ihr. Aber ihr braucht auch die Präsenz des Heiligen Geistes. Wort und Geist müssen gemeinsam wirken im Reich Gottes, damit es zur Entfaltung kommen kann. Deswegen kritisierte Jesus seine Zeitgenossen sehr scharf in Markus 12, Vers 24, wo er sagt, ihr kennt die Schriften nicht, noch die Kraft Gottes.
Für euch ist sogar schon beides unbekannt geworden. Ihr kennt das Wort nicht und auch nicht den Geist Gottes. Und ein Volk Gottes, eine Gemeinschaft des Herrn, auch eine Christusgemeinde muss Wert darauf legen, dass Gottes Wort und Gottes Geist gleichermaßen Vertretung finden in Gemeinde. Wir brauchen beides. Der Geist Gottes muss die Dinge lebendig machen unter uns in unseren Herzen, damit das Wort nicht einfach etwas ist, was verstaubt ist, sondern dass es tief in unsere Herzen dringt und es Glauben weckt. Und wir wirklich merken, es ist nicht durch Macht und Kraft, sondern wirklich durch den Geist, was hier geschieht. Und das ist unsere Hoffnung. Wenn du glaubst, dass das, was du tust oder was wir vielleicht tun, klein und unbedeutend ist, sage ich menschlich gesehen, yo. Aber wenn Gottes Wort und Gottes Geist im Einklang sind, dann gibt es keinen Grund, laut Haggai 2, Vers 5, sich zu fürchten. Fürchtet euch nicht. Ich habe versprochen, mit euch zu sein. Ihr wollt wissen, wie? Ich habe euch das Wort gegeben. Und der Geist Gottes macht diese Dinge lebendig. Fürchtet euch nicht. Alles, was ihr braucht, habe ich euch gegeben. Glaubt daran. Gottes zuverlässige Bundestreue. Wir reden leider in unseren Kreisen viel zu wenig von der Bundestreue Gottes, von seinem Bundesversprechen, dass wir einen Bund haben mit unserem Herrn. Gottes zuverlässige Bundestreue gibt begründete Hoffnung, dass er mit deiner kleinen Kraft das zu Ende bringt, was er begonnen hat. Amen. Ich bin nicht fertig. Gott hat ein Versprechen, aber wie sieht dieses Bundesversprechen denn jetzt konkret aus? Was hat Gott im Sinn, dass jetzt die Leute um Haggai herum auch Mut bekommen können, in ihrer jetzigen Resignation und Ohnmacht auch wirklich wieder Vollgas zu geben? Das Bundesversprechen lesen wir in Vers 6 bis 9. So, jetzt haben wir alle Verse dann auch gelesen. Waldemar kommt irgendwann zum Punkt. Vers 6 bis 9. Denn so spricht der Herr der Herrscher: Noch einmal, wenig Zeit ist es noch, und ich werde den Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene erschüttern. Dann werde ich alle Nationen erschüttern und die Kostbarkeiten der Nationen werden kommen. Und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Herrscher. Mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Herrscher. Größer wird die Herrlichkeit dieses künftigen Hauses sein als die des früheren, spricht der Herr der Herrscher. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Herrscher. Gott steuert. Wir schauen uns gleich an, wann, wie, wo, was passiert, wie. Gott steuert auf eine herrliche Zukunft zu. Das ist sein Beschluss. In diese Realität will ich mit euch kommen. Was gehört zu diesen Elementen? Was erwähnt Haggai, was geschehen wird, geschehen muss, damit diese Realität auch wirklich wahr wird? Also Gottes Realität auch bei uns real wird. Er spricht von einer globalen, weltweiten Erschütterung. Er spricht von einer Aufmerksamkeit von Nichtjuden und ein Hinwenden von Nichtjuden zum Tempel. Er spricht von Gottes erfahrbaren Herrlichkeit. Er spricht von einer größeren Pracht als zu Salomos Zeiten. Und er spricht von Frieden. Das sind Elemente, die Haggai erwähnt, die werden sich erfüllen. Und wenn diese Dinge da sind, dann sehen wir, dass dieses Wort wirklich real geworden ist. Die große Frage ist, wenn wir Prophetien lesen, auch im Alten Testament, wann wird das Realität? Wann geschieht das, was Haggai jetzt ihnen sagt? Weil er will sie ja damit ermutigen. Dann brauchen wir irgendwie eine Idee, wie realisiert sich das denn auch für Sie? Die ultimative Erfüllung dieser Prophezeiung aus Haggai 2, 6 bis 9 wird sich dann erfüllen, wenn Jesus
Christus wiederkommen wird, sein Reich aufrichten wird in einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Jesus selber, wir haben leider zu wenig Zeit und können nicht in die ganzen Verse hineingehen. Wenn wir ein Tagesseminar hätten, hätte ich das jetzt gemacht. Aber jetzt bin ich voller Erbarmen und Güte euch gegenüber. Jesus selber beschreibt, dass bei seiner Wiederkunft in Matthäus 24, ab Vers 29, die Himmelskörper erschüttert werden. Hebräer 12, ab Vers 26, falls du mitschreiben möchtest, tut uns den großen Gefallen und zitiert Haggai 2, 6 bis 9 und sagt uns, was es damit auf sich hat. Hebräer 12 zitiert diese Prophezeiung und sagt, dass das Erschaffene erschüttert wird, wenn wir ein unerschütterliches Reich empfangen werden. Also etwas, was zeitlos ist, was nicht mehr von Vergänglichkeit geprägt ist. Auch wieder Blick, neuer Himmel, neue Erde, dort werden diese Dinge real. Und der Apostel Johannes beschreibt es, das schauen wir uns an, Offenbarung 21, ab Vers 22, wie das Wort wirklich wahr wird. Hört hin. Und ich sah keinen Tempel in der Stadt. Hier geht es um das neue Jerusalem, unser Bestimmungsort, dort, wo wir mit Gott vereint sein werden. Und ich sah keinen Tempel in der Stadt, denn der Herr, Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Vater und Sohn sind der Tempel. Die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit zu ihr. Klingelt's? Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Nationen zu ihr bringen. Merkt ihr die Parallele aus Haggai 2, was Haggai sagt, das wird geschehen, handelt, weil das geschehen wird. Und Johannes sagt ganz am Ende der Tage, bevor du die Bibel zuklappst, sehe ich, was der Herr tun wird. Dass die Könige aus den Nationen ihre Kostbarkeiten bringen werden in die Stadt hinein. In den Tempel, aber nicht mehr mit Gebäude, sondern ganz anders, zu Gott selbst. So, ich hoffe, dass wir diesen Riesenbogen gespannt haben. Wenn das wahr ist, ist für uns die Frage, inwiefern hat das Relevanz, um Himmels Willen, für die Menschen zu Haggais Zeiten? Das ist da, Haggai. Ich habe jetzt ein Problem. Wir müssen verstehen, dass Prophezeiungen wie diese sich oft etappenweise in der Heilsgeschichte erfüllen. Ja, wir haben diesen Endzeitblick nach vorne und der sollte uns auch motivieren und prägen. Aber Leute, diese Ziele erfüllt Gott etappenweise in der Geschichte Israels und auch mit seiner Gemeinde. Deswegen hat dieses Wort eine unmittelbare Relevanz für die Zuhörer von Haggai und auch für uns. Fragmente der Erfüllung erlebten tatsächlich die Israeliten zu Haggais Zeiten. Und das lesen wir, ich finde diese Zacharia-Haggai-Esra-Geschichte so cool. Esra 6, schaut mal, was Esra beschreibt. Esra 6, 7 bis 9 und 14. Hier ist ein Erlass des persischen Königs Darius. Ein Nichtjude. Und schaut mal, was er beschließt, was passieren soll. Lasst für die Arbeit an diesem Haus Gottes dem Verwalter der Juden und den Ältesten der Juden freie Hand. Sie sollen dieses Haus Gottes an seiner Stätte wieder aufbauen. Und von mir wird Befehl dafür gegeben, wie ihr mit diesen Ältesten der Juden verfahren sollt, damit sie dieses Haus Gottes bauen können. So sollen von den Gütern des Königs, Offenbarung 21, habt ihr es noch im Kopf? So sollen von den Gütern des Königs aus der Steuer der Provinz jenseits des Stromes diesen Männern die Ausgaben pünktlich bezahlt werden, um sie nicht aufzuhalten. Und was nötig ist, Jungstiere, Widder und Lämmer zu Brandopfern für den Gott des Himmels. Dazu Weizen, Salz, Wein und Öl, lauter Kostbarkeiten der Nationen, die in den Tempel gebracht werden.
sollen ihnen nach dem Geheiß der Priester, die in Jerusalem sind, Tag für Tag ohne Nachlässigkeit gegeben werden. Vers 14. So bauten die Ältesten der Juden und sie kamen gut voran. Gemäß der Weissagung, Prophezeiung, Haggais, des Propheten und Zacharias, des Sohnes Iddos. Und sie bauten und vollendeten es nach dem Befehl des Gottes Israels und nach dem Befehl des Kyros, damaliger König, und Darius und Artasaster, des Königs von Persien. Boah, Geschichte. Haggai sagt, es werden massive Dinge geschehen. Diese Kompletterfüllung ist erst weit in der Zukunft. Aber Prophezeiungen erfüllen sich etappenweise. Und die erste Etappe, die erlebt Haggai mit seinen Freunden. Die erleben, dass das tatsächlich wahr wird, dass Teile dieser Prophezeiung wirklich eintreffen. Und dass der König, der nichts mit dem Gott Israel zu schaffen hat, seine Kostbarkeiten entsendet. Und sie Fülle erleben und merken, so wie wir es eben gerade in Esra-Buch gelesen haben, es ist alles gemäß der Prophezeiung, wie Haggai es gesagt hat. Wir können also Mut fassen, es geht weiter. Wir erleben es hier und jetzt. Israels Werk schien unbedeutend. Merkt euch das. Ist Gott aber egal, weil es für ihn Bedeutung hat, dieses Kleine. Und er segnet es und er kommt zur Erfüllung seiner Verheißung. So, ich muss langsam zum Schluss kommen. Haggai erwartet eine größere Tempelpracht als zu Salomos Zeiten. Das ist in Haggais Zeiten aber nicht eingetreten. Aber wann ist das eingetreten, die größere Tempelpracht, als Salomo das einst hatte? Viele Christen wissen nicht, was sie damit anfangen sollen. Ich will euch die Antwort geben. Mit dem Kommen Jesu ist das eingetreten. In Matthäus 12, Vers 6 und 42 sagt Jesus klipp und klar: Ich sage euch aber, Größeres als der Tempel ist hier. Und siehe, mehr als Salomo ist hier. Einige kratzen sich den Kopf und warten immer noch auf irgendwie so ein Tempelgebäude, was gebaut wird. Jesus zeigt das, was in Offenbarung 21 real ist, dass er der Tempel ist. Zeigt er doch schon hier, indem er sagt, ihr wartet auf etwas Großes hier. Hier ist Größeres als der Tempel. Hier ist Größeres als Salomo. Könnt ihr euch an Haggai 2, Vers 6 bis 9 erinnern? An die Prophezeiung, dass Gott einen Ort schaffen möchte, wo Herrlichkeit sein wird, größere Herrlichkeit als damals? Die Zeit ist vorbei, als Gott im Tempel gefunden wurde. Gott begegnet man in Jesus Christus. Jesus Christus ist der Tempel, zu dem alles Volk kommen kann. Das ist nichts, wo wir mit Steinen hinlaufen. Die Zeiten sind vorbei. Sondern im Glauben an Jesus Christus erleben wir fragmenthaft das, was Haggai 2 prophezeit hat. Und das ist hier genau das Gleiche. Jesus schien so unbedeutend. Genau das Gleiche. Was soll das? Die Jünger haben gesagt, das war's jetzt. Das war's jetzt, jetzt hängst du am Kreuz und jetzt unbedeutend, klein, unwichtig, irrelevant. Aber Gott hat sich nicht aufhalten lassen. Jesus ist der Herr der Herrlichkeit, der die gesamte Weltordnung ins Wanken, ins Erschüttern gebracht hat und der Juden und Nichtjuden anbietet, sich bei ihm zu bergen. Und nun bringt man alle Kostbarkeiten, die man hat, zu diesem Tempel, zu Jesus Christus. Das ist unser Vertrauen, unsere Liebe, unsere Loyalität, unser Herz. Und bei Jesus finden wir, und das hat er versprochen, wahren Frieden. Haggai 2 erfüllt sich in Christus zu einem Teil. Ich komme zum Schluss. Israels Vorhaben damals wirkten klein und unbedeutend. Jesu Auftreten schien unbedeutend und klein und nichtig. Aber alles war ein Baustein und eine Facette des Planes Gottes. Gottes Bundesversprechen an Israel
In 2. Mose 19 heißt es, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Wohl dem, der unsere Predigt 3 über den 1. Petrusbrief gehört hat. Vor Haggai haben wir 1. Petrus uns angeschaut. Petrus sagt zu den Christen, ihr seid Könige und Priester, eine heilige Nation. Wir haben es mit einem Gott der Generationen zu tun. Das Bundesversprechen, was Gott Israel gegeben hat, heilig zu sein, Priester und Königin sein, auch eine heilige Nation, mit denen er einen Plan hat. Wir Leute sind dabei. Wir gehören in den Plan Gottes dazu. Gott hört nicht auf, seine Bundesversprechen zu erfüllen. Deswegen sagt uns dieses Kapitel heute, mit Gott ist auch hier und heute Unmögliches möglich. Zweifle nicht an unserer kleinen Kraft. Zweifle nicht dort, wo du dich investierst, vielleicht in Einzelpersonen, in Gruppen oder was auch immer. Dass das doch alles, das hat keine Perspektive. Das ist viel zu groß, was wir vor Augen haben. Zweifle daran nicht. Gott verspricht, dass er seine Herrlichkeit wohnen lassen möchte an diesem Ort. Und wir sind Teil dieser heiligen Nation. Und Gott hat weitere Etappen, um zu seinem Ziel in der Ewigkeit zu kommen. Und wir sind eine Etappe. Und darum ist es wichtig, auch für uns zu schauen, unsere Emmendinger Vorfahren haben investiert. Sie haben vielleicht auch mit dem Gefühl der Bedeutungslosigkeit zu kämpfen gehabt und ich weiß, dass sie damit zu kämpfen hatten. Aber ihre Investition und ihr Glaube, dass Gott einen Plan hat und ihn verfolgt und dass er Unmögliches möglich machen kann, hat dazu geführt, dass nachkommende Generationen profitieren und heute darauf aufbauen. Deswegen sollten wir aus dieser Geschichte lernen, dass die Geschichte von Israel eine Geschichte ist, die in der Ewigkeit irgendwann endet, aber wir ein Teil in dieser Bahn sind und wir großes Vertrauen haben können. Die Herrlichkeit wird zunehmen und nicht abnehmen. Gott hat seinen Plan noch nicht abgeschlossen und hat nicht auf Pause gedrückt, sondern wir sind mittendrin. Glaubst du, dass mit Gott das Unmögliche möglich ist? Ich will es glauben. Amen. Lass uns aufstehen und beten. Die Musiker können nach vorne kommen. Herr des Himmels, alles liegt dir zu Füßen, alles gehört dir. Du übersiehst alles, du überschaust alles. Nichts ist dir verborgen. Die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft liegt alles vor dir offen und blank. Du siehst alles und du weißt, wohin du möchtest. Und wir danken dir, dass du ein Gott des Plans bist, ein Gott der Vision, der Ziele verfolgt und eine herrliche Vision hat. Und dass wir heute in diesem Plan einen kurzen Einblick hatten und gesehen haben, du hast einst in der Ewigkeit, wenn Jesus Christus wiederkommt, die maximale Herrlichkeit für deine Kinder anzubieten. Und danke, dass wir von der Geschichte von Haggai lernen durften, dass du deine großen Verheißungen Stück für Stück auch unter uns in die Erfüllung bringst. Und Herr, dort, wo wir mutlos geworden sind, dort, wo wir denken, wir sind doch eigentlich eine kleine Kraft. Das, was ich tue, den Dienst, den ich verrichte, der scheint irgendwie mir in der Hand zu zerrinnen und hat irgendwie keine Bedeutung. Hat das überhaupt Ewigkeitswert? Danke, dass du durch dein Wort uns zeigst, es hat Ewigkeitswert. Du gebrauchst das als Baustein, um deinen Plan zu erfüllen. Dass deine Herrlichkeit maximiert wird und dass das Haus, was gebaut wird, herrlicher ist als das, wie es einmal war. Und wir danken dir, Jesus, dass wir in dir den größeren Tempel haben. Dass wir in dir den größeren Salomo haben und dass wir mit dir die Fülle haben. Herr, führe deine Gemeinde.
Lass deinen Namen leuchten unter uns und schenk uns einen erweckten Geist, dass wir nicht mutlos werden, sondern stark bleiben, weil dein Wort und dein Geist mit uns sind und wir darauf vertrauen, dass du es gut meinst, dass du uns liebst und dass du es liebst, wenn dein Name und deine Ehre vermehrt und maximiert wird, auch hier in Emmendingen. Amen. Amen.